Hey YouTubers, hier ist der Reinhold und ich möchte mit euch kurz über den Film Focus sprechen. Mit Will Smith, der im Jahr 2015 erschienen ist, oder auch Never Lose Focus genannt. Auf Deutsch, verliere niemals den Blick. In diesem Film verrät euch Will Smith, wie der Feind arbeitet oder wie der Feind funktioniert. Das möchte ich für euch aufdecken in diesem Video. In diesem Film spielt er Nicky Spurgeon. Er ist ein professioneller Hochstapler und Trickbetrüger in diesem Film. Und Hollywood produziert absoluten Schmutz schon seit Jahrzehnten und exportiert diesen Schmutz in die gesamte Welt und verschmutzt die Welt damit. Etwas zu der Handlung des Films. In diesem Film spielt Will Smith, wie gesagt, den Nicky Spurgeon. Er ist ein professioneller Hochstapler und Trickbetrüger. Und in einem Nachtclub trifft er auf die attraktive Jess Barrett. Die versucht ihn zu verführen und zu bestehlen. Nicky kommt schnell hinter ihre Nummer und belehrt sie, nie das Wesentliche aus dem Blick, Englisch Focus, zu verlieren. Währenddessen bestiehlt er sie. Er beschließt, sie das Handwerk der Täuschung und des Betrugs zu lehren. Jess lernt schnell und die beiden geben ein gutes Gespann ab. Als sie jedoch Gefühle füreinander entwickeln, beendet Nicky ihre Zusammenarbeit. Ich möchte hiermit die Handlung erstmal beenden, sonst wird sie zu lang. Kommen wir nun zu der eigentlichen wichtigen Szene dieses Films, die Priming-Szene, die ich euch veranschaulichen möchte, in der euch Will Smith verrät, wie der Feind arbeitet. In der Priming-Szene wird euch gezeigt, wie Will Smith und Jess Barrett noch zusammenarbeiten und in einem Auto zusammen drin sitzen und über einen Betrug sprechen, den sie getan haben. Und die Jess Barrett fragt den Will Smith, wie hast du das gemacht? Will Smith antwortet, Liu Wan Tse, legendärer Spieler, er wettet auf alles. Gigantische Cashbeträge ununterbrochen. Einmal hat das Bellagio Bill Gates aus der High Roller Suite rausgeworfen, weil Liu Wan gerade eingeflogen ist. Er ist das perfekte Opfer. Jess Barrett fragt ihn wieder, aber woher hast du gewusst, wen er wählt? Will Smith antwortet, wir haben es ihm gesagt, den ganzen Tag lang, von dem Moment an, als er sein Hotelzimmer verließ, haben wir Priming angewendet. Sein Unterbewusstsein programmiert, den ganzen Tag lang hat er die Zahl 55 gesehen. Im Fahrstuhl, in der Lobby, sogar an der Anstecknadel des Türmanns. Nicht nur das, sein Weg vom Hotel zum Stadion war voll davon. Er sieht aus dem Fenster überall Hinweisreize. Er sieht es nicht, aber er sieht es doch. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Er sieht sogar Fahrrad. Die Einflüsse lauern überall. Zum Beispiel die Anzahl der Blumen in einer Vase. Auch das Arschgeweih der Nutte, die wir ihm gestern aufs Zimmer geschickt haben. Jess antwortet, das ist genial. Will Smith antwortet, ja, und es ist nicht nur das, was er sieht, auch das, was er hört. Auf Mandarin heißt 5 Wu. Es kommen 124 Wu-Wus in Sympathy for the Devil, Sympathie für den Teufel auf Deutsch, vor. Er registriert es nicht, aber es ist alles da. Wenn er also das Fernglas nimmt, auf das Feld zieht und ein vertrautes Gesicht entdeckt mit der Nummer 55 auf dem Trikot, sagt eine kleine Stimme in seinem Hinterkopf, das ist es. Und er denkt, es ist Intuition und er nimmt die Zahl. Und du, völlig uneingeweiht, hast ihn überzeugt. So jemanden nennen wir die kleine blinde Maus. Will Smith hat euch erklärt, wie der Feind arbeitet. Hast du aufgepasst, was dir der Hollywood-Schauspieler gesagt hat über seine Arbeit? Er programmiert. Es geht nur um Gehirnwäsche, Entertainment, Entertainment, Gehirnwäsche, Gehirnwäsche, Programmierung, Entertainment. Die ganze Zeit, den ganzen Tag lang. Und mit Sympathie für den Teufel. Er ist der Programmierer. Und
Man sieht es nicht, aber man sieht es doch. Es ist die Matrix, die Scheinwelt um dich herum, um dich von der Wahrheit zu verblenden und fernzuhalten. Und was er gemacht hat, hat nichts mit Wetten, ihr wisst schon, man, Gewinnspiel, Zocken, Wetten, hat nichts damit zu tun. Weil was er gemacht hat, Hollywood, die Schauspieler sollten sich dort echt schämen, denn sie verherrlichen Collusion. Man nennt es Collusion und das ist die vorherige Absprache mit jemandem oder geheime Absprache, damit man betrügt und gewinnt. Was Collusion ist, und das ist verboten. Und es ist ein Grund, weshalb ich mir den Film im Kino Focus nicht angesehen habe und ich kenne nur den Trailer davon von YouTube. Und noch eine Sache zu der Produktion: Der Berater für den Film hieß Apollo Robbins, garantiert Apollo mit Vornamen, Robbins bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, aber er war ein Experte im Taschendiebstahl. Also diese Leute verherrlichen, was in der Gesellschaft verboten ist. Sie produzieren nur Schmutz und Dreck in Hollywood. Aber die Bibel sagt in den 10 Geboten im Buch Exodus, das ist das zweite Buch Mose, Kapitel 20, dort gibt Gott uns die 10 Gebote. Wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht töten. Was für ein Gedanke, hey? Vielleicht sagt Gott damit, hey, wenn ihr das nicht tun würdet, ihr Menschen, dann wäre euer Leben auf der Erde vielleicht etwas leichter. Was für ein Gedanke. Mal drüber nachdenken. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Leute, hört zu. Das steht in der Bibel im Römerbrief. Das sei ferne, Gott aber sei wahrhaftig. Jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Und ich weiß, dass meine Zuschauer wissen, dass Lügen nicht gut sind. Lügen sind nicht gut, Lügen sind schlecht. Warum? Besonders wenn wir angelogen worden sind. Wenn wir derjenige sind, der angelogen wurde, dann wissen wir, dass Lügen schlecht sind. Und wenn ich oder du jemand eine Lüge erzählen und wir gefragt werden über diese Lüge, die wir erzählt haben, und diese Lüge angefochten wird und wir müssen sie erklären, dann müssen wir wieder neue Lügen herholen. Wir müssen neue Lügen erfinden, damit wir die erste Lüge aufrechterhalten können. Und wenn wir dann gefragt werden über die neuen Lügen, die wir benutzen, um die erste Lüge aufrechtzuerhalten, und um diese zu erklären, wenn sie angefochten wird, müssen wir wieder neue Lügen erfinden. Und so, ich hoffe, du verstehst es, entsteht eine nicht enden wollende Kette von Lügen, die wir erzählen müssen, nur weil wir eine einzige Lüge erzählt haben und diese jetzt aufrechterhalten müssen. Aber das müssen wir nicht. Wir können die Lüge von uns schmeißen durch Jesus Christus. Und er ist der Fokus, der Blick, den sollten wir auf ihn werfen, laut der Bibel, laut Gottes Wort. Und ich weiß von, so habe ich mir sagen lassen, von Studien in den Vereinigten Staaten, dass die Atheisten, also die glauben etwas anderes, zwar nicht an Gott, aber sie glauben dafür, dass etwas anderes Gott ist und alles erschaffen hat, zu den am wenigsten vertrauten, am geringsten vertrauten Gruppen in der Gesellschaft gehören, von allen. Warum? Ganz einfach, weil diese haben keine Moral, kein Ursprung von der Moral, wo sagt, du sollst nicht lügen, wie in den 10 Geboten. Deshalb sind sie Lügner und lügen auch dauernd. Atheisten lügen dauernd. Ich weiß es, bevor man gerettet ist durch Jesus, ist man ein Lügner. Und deswegen sind Lügen schlecht und wir alle Menschen sind Lügner. Und nur Gott ist gut, weil er die Wahrheit ist. Und ich zeige dir die Wahrheit hier. Im Buch des Johannes, Kapitel 14, Vers 6, sagt Jesus zu Thomas, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin auch von meinen Sünden umgekehrt, habe eine
U-Umdrehung gemacht und den anderen Weg eingeschlagen, den Jesus Christus vorgibt. Dank sei dem Herrn Jesus Christus dafür. Ich denke, wir alle sind uns einig, wenn wir sagen, ihm gebührt die Ehre, oder? Na klar, es mag vielleicht schwerer zu sein, als nicht zu cheaten und zu betrügen, aber haltet durch, denn es dauert nicht mehr lange, nur noch kurze Zeit, und dann wird der Herr Jesus wiederkommen, und das wünsche ich mir, für mich und für euch auch. Weil, wie ihr seht und wie ich euch zeigen will, hat Hollywood, aber auch die Welt, ihren Fokus, ihren Blick auf vollkommenen Schmutz gerichtet. Aber das ist unsere menschliche Natur. Wir sind schmutzig und wir brauchen Jesus Christus, damit er uns reinwäscht. Es ist einfach nur die menschliche Natur, die gefallen ist, sündhaft ist, korrupt ist und verloren ist. Und ich, Leute, habe auch genau diese Natur. Wenn ich mich und meine menschliche gefallene Natur ansehe, dann erkenne ich, dass ich ein komplett verdorbener Mensch bin. Ein komplett moralisch verkehrter, gefallener, sündhafter, verdorbener Mensch. Das ist, was ich an mir erkenne. Und wenn man sich drum und dran ansieht, was geschieht, merkt man, dass man in der Endzeit ist mit der Bibel. Und man kann sich gar nicht früh genug wünschen, dass der Herr Jesus endlich bald wiederkommt. Ich möchte euch aber jetzt noch was anderes zeigen, dieses Bild hier. Das ist das Graumanns Chinese Theater, das Graumanns chinesische Kino, welches in Hollywood platziert ist. Es ist ein Filmpalast, in dem Filme abgespielt werden. Und es befindet sich auf der berühmten Hollywood Walk of Fame, in dem Hollywood Boulevard, in Hollywood, in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten. Wo die vielen Sterne sind, mit den Namen der Stars draufgeschrieben, auf dem Boden, ganz viele Sterne, der Walk of Fame. Was kannst du hier auf diesem Bild erkennen? Weil ich will dir zeigen, was ich sehen kann. Man könnte meinen, es ist einfach nur ein chinesisches Kino, ja, das Graumanns Kino, im chinesischen Baustil gebaut, aber in Wirklichkeit siehst du, wer Hollywood leitet, steuert, kontrolliert, programmiert, genauso wie es dir Will Smith in dem Film Focus erklärt hat. Sie haben Sympathie für den Teufel. Hollywood hat seinen Fokus geworfen auf, erkennst du es? Schau dir dieses Bild mal an. Also wir haben die Abdachung für den Eingang in dieses Filmpalast mit den drei Türen. Davor sind die zwei orangenen Säulen, die du sehen kannst. Davor so vermutlich zwei Löwenstatuen. Und auf den Säulen so Bilder oder Masken oder Fratzen. Man kann es abspielen als chinesischer Baustil. Worauf ich hinaus will, speziell die Mitte. Werf mal einen Blick, einen Fokus auf das Zentrum, und zwar siehst du unter der Abdachung einen länglich rechteckigen Drachen abgebildet oder eine fliegende Schlange. Siehst du die Schlange? Die feurige, die gefederte fliegende Schlange oder den feuerroten Drachen, der hier aber grau abgebildet ist. Nun, die Bibel spricht von ihm davon. Man kann es nicht einfach abspielen als chinesischer Baustil, denn man findet diesen Drachen, diese fliegende, gefederte Schlange, nicht nur in der chinesischen Kultur, in der antiken Geschichte, sondern auch in anderen Kulturen. Zum Beispiel bei den Mayas, lokalisiert in Mexiko, Nordamerika. Ich habe diese Schlange aber auch im Heilig-Römischen Reich gefunden, auf Abbildung. Und wenn ich diesen Drachen auf Abbildungen im Heilig-Römischen Reich gefunden habe, welches angeblich christlich ist, dann war dieses Reich mindestens teilweise satanisch. Aber nicht nur im angeblich christlichen Heilig-Römischen Reich habe ich diesen Drachen gefunden, sondern auch im Islam habe ich diesen Drachen gefunden, also im Osmanischen Reich, der östliche Teil des Römischen Reiches. Dort ist es der Name Allah, der Name selbst hat die Form der Schlange mit dem Zepter. Also,
Es hat nichts mit allein nur chinesischem Baustil zu tun. Und es ist so relevant, dass du das verstehst, weil im Buch der Offenbarung, Kapitel 12, wird von dem Drachen gesprochen und wer er ist und was mit ihm passiert ist, wo er war und wo er hingekommen ist. Er ist auf der Erde. Und Hollywood verehrt den Drachen. Du siehst ihn vor deiner Nase, wie sie ihn verehren. Und in Form von großen Abbildungen, wie es aussieht, sogar mit einer Flamme oder Strahlen unter ihm, welche vielleicht Feuerflammen repräsentieren. Oder auch Licht könnten sie repräsentieren. Das sagt das Buch der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Und es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Was du jetzt gerade gehört hast, ist der echte Krieg der Sterne, der stattgefunden hat. Vergiss das, was du in Hollywood über den Krieg der Sterne gezeigt bekommen hast im Kino. Das hier ist der echte Krieg der Sterne. Der Drache ist Satan, der Teufel, die Schlange, der gefallene Engel vom Himmel. Und im Himmel hatte er Collusion gemacht, geheime Absprache, geheime Vorsprache, ein Plot geschmiedet mit den anderen Engeln. Diese sind abgefallen vom echten Gott und haben Krieg geführt gegen Jesus Christus und gegen seine Engel und haben verloren diesen Kampf im Himmel und wurden rausgekickt aus dem Himmel, hinausgeworfen. Und der Teufel ist auf der Erde gelandet und befindet sich jetzt seitdem auf der Erde. Es ist ziemlich krass, was die Bibel sagt. Und das ist die Wahrheit, die Realität. Und es gibt Menschen, die beten den Satan an, aber weil sie nicht Satan hinschreiben, das wäre zu offensichtlich, malen sie einen Drachen hin. Und Leute halten es für chinesische Baukunst und Architektur und Stil, was Quatsch ist. Es ist in Wirklichkeit Satan, der Hollywood kontrolliert und leitet und dich programmiert. Wach also auf. Es ist Satan, der Hollywood programmiert. Und Satan hat im Himmel, als er den Kampf verloren hat, seine ewige Wohnung, seine ewige Stätte, sein Zuhause verloren. Und er ist jetzt sozusagen als Obdachloser, als Wandernder auf der Erde und verführt die ganze Welt. Du glaubst, Hollywood hat etwas mit Sympathie für den Teufel zu tun? Darauf kannst du wetten, das habe ich dir ja außerdem bereits schon gezeigt von Will Smith, wie der Feind funktioniert. Hollywood programmiert dich, wach auf und rieche den Kaffee. Es ist höchste Zeit aufzuwachen und er ist die alte Schlange, der Teufel und der Satan und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und er hat jetzt seine Aufgabe auf dieser Erde, die gesamte Erde zu verführen. Und wenn du Hollywood magst, dir die Filme reinziehst, dann wirst du programmiert vom Satan. Und was sagt die Bibel dazu? Für dich und für euch unter meinen Zuschauern, die bereits aufgewacht sind und wissen, dass Hollywood Gehirnwäsche ist und dass es vom Satan gesteuert wird, super, bleibt weiterhin wach, schlaft nicht ein, wacht, bis der Herr Jesus kommt. Großartig, Gott segne euch, aber ich weiß auch, dass es halt Prophetie ist, dass wenige aufwachen werden und den geistigen Kaffee trinken werden, den Heiligen Geist bekommen werden und aufwachen aus ihrem Schlaf. Und der Weg ist halt breit, der ins Verderben führt und viele wandeln auf ihm. Nicht viele werden im Verhältnis zu denen, welche aufgewacht sind, aufwachen, sondern weiter schlafen, weil es halt Prophetie ist. Aber großartig, wenn du wach bist, dann freut es mich, wenn dir dieses Video geholfen hat oder du erst jetzt gerade aufwachst. Was sagt Jesus
Das sagt er im Buch von Markus Kapitel 10, Vers 13 bis 16. Und sie brachten Kindlein zu ihm, auf dass er sie anrühre. Die Jünger aber verwiesen es denen, welche sie herzubrachten. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend das Reich Gottes nicht aufnehmen wird wie ein Kindlein, wird nicht in dasselbe eingehen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Was meint Jesus Christus damit? Meinte, wir sollten wieder wie Kinder werden, uns segnen lassen und mit Spielzeugen spielen und Kinderfilme schauen und im Sandkasten spielen oder Fußball spielen oder dumme Dinge anstellen? Das meint es nicht. Die Bibel ist nämlich so geschrieben, sodass die, die ein Ohr haben, es hören können und verstehen. Was sind Kinder eigentlich? Was haben diese für Eigenschaften? Kinder haben keine vorgefasste Meinung gegenüber dem Reich Gottes, keine vorgefasste Ideen, sie haben keine Voreinstellung, sie haben einfach keine Programmierung von Hollywood, von Hölleholz, von Hollywood. Verstehst du, Mann? Ja klar, was ich sagen möchte, oder? Okay. Was er ihnen erzählt über das Reich Gottes, das nehmen sie auf. Und Jesus sagt, wenn ihr es nicht so aufnehmt wie die Kindlein, wenn ihr also nicht so lernt von mir wie sie, dann werdet ihr gar nicht erst in das Reich Gottes kommen. Ihr werdet es gar nicht erreichen. Ihr werdet steht in den ersten beiden Versen, und sie brachten Kindlein zu ihm, auf dass er sie anrühre. Die Jünger aber verwiesen es denen, welche sie herzubrachten. Bemerkst du etwas? Etwas, was sich wiederholt? Ist es nicht heute, zumindest in der Welt oder in Bayern, in Deutschland, exakt genauso, dass man versucht, die Kinder, die nächste Generation, so weit wie möglich von Jesus Christus entfernt zu halten, dass sie gar nicht näher kommen, das Kreuz aus der Schule in Bayern oder in Deutschland entfernen, längst passiert, Hollywood so viel Müll produzieren, wie es nur geht, das ist die Endzeit. Und du wirst vor die Wahl gestellt, du musst jetzt selbst entscheiden, du hast die Macht, entweder. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist in Hollywood, aber dass es Sympathie für den Teufel hat und vieles von ihm gesteuert ist, ist doch ohne Zweifel klar, oder? Dass ein paar Filme cool sind, ist verständlich, aber dass es von ihm letztendlich kontrolliert ist und dass er der Feind von Jesus Christus und der Wahrheit ist, ist doch klar, oder? Ich hoffe, dass ich das klar rübergebracht habe. Denn das war ja der Zweck dieses Videos, um dir zu zeigen, wie der Feind arbeitet. Und Will Smith hat krass geholfen dabei, oder nicht? Er erklärt dir die Programmierung. Sympathie für den Teufel. Woo-woos, 124 Woo-woos kommen in Sympathie für den Teufel vor. Das Mandarinwort für 55. Wer kann sich sowas ausdenken, außer der Teufel? Hallo? Ich meine, es ist offensichtlich, dass es ein Geist ist, der diese Filme inspiriert, oder? Für mich ist es offensichtlich. Ich hoffe für dich auch. Gottes Segen. Danke fürs Zusehen. Wenn du Hollywood magst, die Filme anschaust, nichts Schlimmes, das habe ich auch in meiner Vergangenheit gemacht, aber nicht wirklich viel. Ich habe viel mehr Fernsehen geschaut, dummes Zeug, die Zeit gekillt sozusagen. Was Hollywood dir anbietet, ist Programmierung Satans. Ja? Du hast also entweder die Wahl zwischen der Programmierung Satans oder aber die Wahrheit von Jesus Christus. Und wenn du Hollywood wählst, Hollywood, das ist praktisch wie in der Bibel das Hölleholz, auf Deutsch Hollywood, entweder es ist heiliges Holz oder es ist Hölleholz. Es wird am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, alle die, die die Programmierung Satans wählen,
wie die Spreu vom Weizen getrennt werden und halt wie das dürre Holz als Zünder in den Scheiterhaufen geworfen wird, genauso wird es am Ende der Welt sein. Wenn du aber stattdessen die Wahrheit Jesus Christus wählst, wirst du weiterleben in die Ewigkeit, in Gottes Paradies und in seinem Königreich auf Erden, wenn er wiederkommt. Du hast also die Wahl, wen du unterstützt, entweder Hölle, Holz, Hollywood, Hollywood, welche, wie wir bereits gelernt haben, die Sympathie für den Teufel haben und damit auch die Sympathie für die Lüge, die Unwahrheit. Oder aber du kannst überlegen, dich für die andere Seite zu entscheiden. Die andere Seite wäre die Sympathie für Jesus Christus, welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Denk darüber nach. Wenn wir uns für die falsche Seite entscheiden, dann, wenn wir gestorben sind einmal, wandert unsere Seele aus diesem Körper hinaus und fährt dann hinunter in das Totenreich, die Sheol der Hades genannt. Das ist noch nicht die Hölle, es ist nur ein Vorort und Verwahrungsort für alle Seelen für mindestens 1000 Jahre. Denn so lange muss man dann dort warten, bis Jesus seine Regierung auf der Erde stattgefunden hat. Dann werden wir hochgeladen, in den Himmel gerichtet, für schuldig befunden werden und hinab in die Hölle geschmissen werden. Das ist unter dem Totenreich ein mieser Ort. Dort willst du nicht hin. Es ist die Endstation und dann ist Ende im Gelände. Denk darüber nach. Wenn wir uns richtig entscheiden, dann lebst du weiter in die Ewigkeit, im Paradies und im Gottseinem Reich. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich gesegnet hat und dir geholfen hat, dann kannst du dieses Video liken, es einen Daumen nach oben geben, es mit jemandem teilen, den du auch gerne aufwecken möchtest und meinen Kanal abonnieren. Ich danke dir fürs Zuhören. Es war inzwischen schon über 25 Minuten, die du zugehört hast. Dafür danke ich dir, lieber Zuhörer, fürs Zuhören. Falls du gerne mehr tun möchtest für das Reich Gottes und einen Unterschied machen möchtest, indem du direkt hilfst, das ist auch mit einem Segen für dich verbunden. Ich habe auf diesem Kanal die Möglichkeit für Spenden, für die Interaktion, für die Zuhörer bereitgestellt. Es ist etwas, was direkt in das Wirken für das Reich Gottes hineinfließt. Wenn du es aber nicht machen möchtest, dann ist das fein. Sehr fein und in Ordnung, denn es ist ja eine Herzenssache und in der Bibel steht ja geschrieben, wo, das ist jetzt in meiner recht schlecht wiedergegebenen Version, meiner eigenen Version, wie ich es in Erinnerung habe, aber etwas schlecht, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz und entweder haben wir unseren Schatz, unser Herz in der Lüge oder in der Wahrheit. Wir müssen uns da in dieser Herzenssache eindeutig selber entscheiden. Ich danke dir also fürs Zuhören, für diese fast ganze halbe Stunde und ich kann dich leider nur digital segnen und nicht mit Hände auflegen, wie der Herr Jesus es gemacht hat. Danke fürs Dabeisein mit mir, dem Reinhold, und damit segne ich dich in Jesus Namen und alles Gute und dann melde ich mich ab. Das war der Reinhold. Ciao, Gottes Segen.